Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, Freundinnen und Förderer, Gästinnen der Latinale, hier im Iberoamerikanischen Institut, im Instituto Cervantes in der Rosenstraße und zugeschaltet aus aller Welt. Liebe DichterInnen und ÜbersetzerInnen, die ihr euch auf das Wagnis Translator's Choice eingelassen habt. Liebe Vortragende des heutigen Abends, Uliana Wolf und Carlos Soto Román, liebe Teilnehmende der Latinale 2020, die heute auch endlich hier sein können, wenn auch wieder die Umstände nicht ganz einfach sind. Im Namen des Festivalteams heiße ich alle herzlich willkommen zur 15. Ausgabe der Latinale. Mein Name ist Alina Neumeier. Ich bin diesjährige Koordinatorin im Projekt Translator's Choice und werde Sie durch den Abend führen, der auf Deutsch beginnt, auf Spanisch fortgeführt wird und in der gemeinsamen Sprache Englisch endet. Für alle, die Spanisch oder Deutsch nicht verstehen, liegen hier Übersetzungen beider Reden in die jeweils andere Sprache bereit und sind auch online abrufbar. Begrüßen möchte ich außerdem sehr herzlich Ignacio Olmos als Direktor des Instituto Cervantes in Berlin, das die Latinale seit ihren Anfängen begleitet und beherbergt. Ebenso geht ein freundlicher Gruß an das Iberoamerikanische Institut, namentlich Barbara Göbel und Diana von Römer. Wir freuen uns, das Festival erneut hier eröffnen zu dürfen und danken euch sehr für die treue und zuverlässige Partnerschaft. Ausdrücklich gilt unser Dank dieses Jahr der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und dem Deutschen Übersetzerfonds, welche die Latinale im Rahmen von Neustadt Kultur fördern und ohne die der besondere Fokus Translator's Choice zum 15. Geburtstag nicht zustande gekommen wäre. Und natürlich geht ein großer Dank an das Latinale-Team, das das Festival jedes Jahr aufs Neue möglich macht. 2006 wurde das mobile lateinamerikanische Poesiefestival Latinale von Rike Bolte und Timo Berger ins Leben gerufen. Seitdem präsentiert es aktuelle Lyrik aus Lateinamerika in Berlin und anderen deutschen Städten mit dem Ziel, Sprachgrenzen zu überwinden, eine Brücke zwischen Welten zu bauen, mit Poesie einen Ort der Begegnung zu schaffen. Seit seinem Bestehen hat das Festival mehr als 130 junge DichterInnen aus Lateinamerika auf unterschiedliche Bühnen in Deutschland gebracht und miteinander sowie mit deutschsprachigen AutorInnen vernetzt und ihre Werke übersetzt. In 15 Jahren ist das Festivalpublikum stetig gewachsen und der internationale Ruf der Latinale hat sich konsolidiert. 2019 wurde als Ableger auf dem südamerikanischen Kontinent die Latinale Sur gegründet, die seitdem jedes Jahr im März in Chile stattfindet. Der 15. Geburtstag markiert in vielen Ländern Lateinamerikas eine wichtige Schwelle zum Erwachsenenalter und der Tag wird groß gefeiert. Deshalb bitte ich jetzt das Latinale-Team auf die Bühne, beziehungsweise nach vorne, hierhin, um eine erste große Neuerung, nämlich unsere niegelnagelneue Website, bitte Beamer an, feierlich zu eröffnen. Moment, jetzt muss ich das hier ändern. Genau, so sieht sie nämlich aus. Das Team besteht jetzt aus Betty und Romy, die wirklich seit Jahren die Latinale möglich machen. Und Timo und Rike sind im Instituto Cervantes, das ist alles pandemiebedingt. Dort schaut eine ganze Delegation per Stream zu und wohnt dem bei. Ja, und danach bitte ich euch hierher, um uns ein bisschen zur Website noch zu sagen. Aber jetzt würde ich einfach sagen, auf die Plätze, fertig, los. Juhu. Super!
Guten Abend, vielen Dank für die lieben Worte und für diese nette Szene. Wir sind sehr glücklich darüber, dass die Latinale ab dieser Edition eine eigene Webseite hat, in die wir sehr viel Liebe und Arbeit gesteckt haben. Und wir möchten sie euch hiermit einmal kurz vorstellen. Sie besteht aus diesen vier Bereichen der Festivalvorstellung, wo man etwas über die Events und die vergangenen Editionen erfährt. Dann gibt es den Abschnitt der Autorinnen, wo es darum geht, die Biografien aller Teilnehmerinnen, die in vergangenen und diesjährigen Editionen teilgenommen haben, vorzustellen. Ebenso gilt dies für die Übersetzerinnen, ohne die natürlich diese internationale Zusammenarbeit und Übertragung der Werke nicht möglich wäre. Und zum Schluss die Kombination aus den Originalen und den Übersetzungen finden Sie nachlesbar im Bereich der Gedichte. Und dort sieht man eben, dass die Autorinnen vorgestellt werden. Hier haben wir Paula Abramo und dort kann man direkt auch auf ihre Werke, die sie zur Veröffentlichung zur Verfügung stellt, dort nachlesen und direkt auch auf die Übersetzung gehen, falls man dort mal gerne nochmal reinlesen möchte. Und man kann diese Website insgesamt auch als Archiv betrachten, wo stets wieder Überarbeitung stattfindet. Und unser Krokodil, das Logo der Latinale, darf natürlich auch nicht fehlen. Super. Viel Spaß beim Entdecken der Seite. Super. Dankeschön. Ja, die Latinale wird also 15 und wir haben anlässlich dieses Geburtstages auch eine wunderschöne Anthologie herausgegeben. Neben den Gedichten auf Spanisch, Portugiesisch und Deutsch finden sich hier auch Statements, die sich die ÜbersetzerInnen und DichterInnen sozusagen gegenseitig geschrieben haben. Das ist ein ganz schöner Dialog entstanden. Den könnt ihr natürlich erwerben hier während der Festivaltage und auch danach bei der Parasitenpresse. Wir danken ganz herzlich der Zusammenarbeit von Lupi in Spanien und Parasitenpresse in Köln. Das ist wieder eine länderübergreifende und sprachenübergreifende Zusammenarbeit war. Genau. Vor kurzem hat unsere Kollegin Alejandra López von Cosmo WDR das Geburtstagskind, die Latinale, mit der Quinceañera eben verglichen und sprach von der Website als ihrem Kleid und dem Katalog als ihren Schuhen. Dazu gehört aber noch das Loslassen, der Mut zum Größerwerden. Und so ist wesentlicher Bestandteil dieser Latinale-Edition auch die Abgabe der Kuratierung an die besten Expertinnen, die es nur geben kann. Die ÜbersetzerInnen selbst. Mit Léonce Vélupet, Michael Kegler, Odile Kennel, Silke Klemann, José Efa Oliver und Nora Zapf wurden 6 erfahrene ÜbersetzerInnen, einige von ihnen sind selbst Dichter, dazu eingeladen, Vorschläge für Festivalgäste aus Lateinamerika zu machen. Das steckt in dem Namen Translator's Choice. In einem 6-monatigen Werkstattprozess entstand untereinander und mit ihren ausgewählten DichterInnen Caro García Vautier, Ana Martins Marquez, Beatriz RGB, Tania Favela, Julio Varco und Camila Medina Ríos ein Dialog voller gegenseitiger Hingabe und Faszination, aus dem die deutschen Textversionen und Veranstaltungsformate hervorgegangen sind. Es stellten sich Fragen nach Bedingungen des Übersetzens, der genauesten Form des Lesens. Kontextualisieren oder exotisieren? Wo spielt Geschlecht eine Rolle? Wie ist das übertragbar oder auch nicht? Wie sehr darf man in einen Text eingreifen? Sind Fußnoten störend oder eine eigene Kunst? Fußnoten.
Die sehr bildliche Körpersprache im Deutschen, zum Beispiel 12-Finger-Darm, wurde thematisiert. Wie bekommt man die Kultur des Einsagens in die Kultur des anderen? Was macht man mit den Diminutiven? Wie kann diese Zärtlichkeit im Deutschen durchschimmern? Was macht man mit dem Klang, dem Rhythmus, der Stofflichkeit eines Wortes, einen Ausruf wie Ei im Spanischen? Darf man neue Wörter zum Lexikon hinzufügen? Wer spricht im Gedicht mit wem? Herausgekommen ist eine Auswahl an Texten, auf die nur ein Kollektiv von Übersetzerkuratorinnen kommen konnte und das sehr vom intensiven Austausch profitiert hat. Das Ergebnis ist morgen und übermorgen auf diesem Festival im Instituto Cervantes zu sehen, zu hören und zu erleben. Translators Choice wurde so zu einem Ort der Begegnung und trotzte der Pandemie über Landesgrenzen und Zeitzonen hinweg. Einmal mehr fand im Namen der Poesie eine Zusammenkunft statt, an einem Ort, den es ohne die Übersetzung nicht geben würde. In einem Dazwischen, einem Masaya, einem Beyond nach Ilse Eichinger, obwohl Beyond kein Ort ist oder wahrscheinlich keiner ist, wie sie sagt. Ein Ort des Möglichen und genau hier entsteht oder kann entstehen so etwas wie eine Utopie. Mit Uliana Wolf und Carlos Sotoroman haben wir heute zwei renommierte Autorinnen und Übersetzerinnen eingeladen, sich in Lecture-Performances und anschließendem Dialog dem Thema der poetischen Übersetzung zu nähern. Ich stelle jetzt zunächst Uliana und im Anschluss an ihren Vortrag Carlos Sotoroman vor. Uliana Wolf, geboren 1979 in Berlin, ist Lyrikerin und Übersetzerin. In Ost-Berlin aufgewachsen, lernte sie als erste Fremdsprache Russisch. Später studierte sie an der Humboldt-Universität Berlin Germanistik, Anglistik und Kulturwissenschaft. 2005 machte sie sich mit ihrem Gedichtband Kochanie, ich habe Brot gekauft, für den sie mit dem Peter-Huchel-Preis ausgezeichnet wurde, auf sich aufmerksam. Als Grenzgängerin zwischen Ländern, Geschlechtern, Sprachen. Es folgte 2009 die Gesichtssammlung Falsche Freunde, in der sie ein Lobgesang für die titelgebenden falschen Freunde anstimmt, also für Begriffe aus verschiedenen Sprachen, die sich zwar ähneln, aber fälschlicherweise mit der gleichen Bedeutung versehen werden. Denn es sei genau mit den Unschärfen des Übersetzens, wo Poesie möglich wird. Ihr poetisches Verfahren der Streichungen kommt hier ebenso zum Vorschein wie in Sonne from Ort, die sie auf der Basis von Barrett Brownings Sonnets from the Portuguese in Rilkes Übersetzung gemeinsam mit ihrem Mann Christian Hawkey vornahm. Neben ihren Gedichtbänden veröffentlichte sie zahlreiche Lyrikübersetzungen aus dem Englischen, Polnischen und Belarussischen, unter anderem Yoko Ono, Eugene Ostaszewski, zuletzt Walgina Mord. Richtig? Okay. Bei Surkamp und gemeinsam mit Katharina Narbutowitsch. Ins Englische übersetzte sie zusammen mit Hawkey 2018 den Band Bad Words, also schlechte Wörter von Ilse Eichinger, zu deren 100. Geburtstag sie ganz vor kurzem, vor ein paar Wochen, eine Ausstellung im Literarischen Kolloquium eröffnete. Im Wintersemester 2019 hatte sie die August Wilhelm von Schlegel Gastprofessur für Poetik der Übersetzung an der FU Berlin inne. Sie ist Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und des Deutschen PEN. Wolfs lyrisches und übersetzerisches Werk wurde mit dem Adelbert von Chamisso-Preis 2016, dem Kunstpreis Berlin 2019 und dem Preis der Stadt Münster für internationale Poesie 2019 und 2021 ausgezeichnet. In allen ihren Werken dehnt Uliana Wolf die Grenzen der Sprache. Sie hinterfragt nationale Sprachidentitäten, befasst sich mit Mehrsprachigkeit und lotet Möglichkeiten des Übersetzens aus. Dabei ist ihr Zugang stets spielerisch und frei. So zuletzt auch in Etymologischer Gossip, dieses Jahr bei Cookbooks Berlin erschienen, das Essays und Reden von ihr versammelt. 2022 erscheint ihr neuester Gedichtband mit dem aktuellen Titel Muttertask, Mythen, eine Art Tank. Sie lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Berlin und New York.
Es ist uns eine besondere Ehre, dass Uljana heute als Dichterin und Übersetzerin die 15. Latinale mit ihrem Schwerpunkt der Lyrikübersetzung eröffnet. Wir heißen dich sehr herzlich willkommen und freuen uns auf deinen Vortrag. Ja, vielen Dank, Alina, für die Einführung. Danke, Rike, Alina und Timo für die wunderbare Latinale und allen anderen auch, allen Dichterinnen und Übersetzerinnen. Ja, es geht los. Der Text heißt, also es ist eigentlich eine Lecture, als eine Lecture-Performance, aber ich performe ja trotzdem ein bisschen. 13 Arten, einen Gespenstersturm zu sehen oder ein bisschen etymologischer Gossip für die Latinale. 1. Das Motto, wir haben uns ja eben gehört, der diesjährigen Latinale ist Translator's Choice. 6 erfahrene ÜbersetzerInnen, die zum Teil auch selber schreiben, haben DichterInnen aus Lateinamerika ausgesucht, die sie übersetzen möchten. Es gab also keine kuratierte Zuordnung, sondern es ging darum, einen Raum zu eröffnen, in dem sich darstellt, was ÜbersetzerInnen sehen, was sie lesen, was sie fasziniert, was sie schön finden, was sie verstört und was sie im besten Falle so schön verstört, dass sie damit ihre Zielsprache, das Deutsche, störend verschönern wollen. Der Untertitel lautet Übersetzen als poetische Utopie. Da alle beteiligten ÜbersetzerInnen wunderbare Gedichte übersetzt haben, es diese Gedichte jetzt also gibt in dieser Anthologie, nicht nur im Original, sondern als zweites Original, und da diese Texte in einer Anthologie versammelt sind, also an einem zweiten oder dritten Ort, neben dem ersten oder zweiten Ort, der ein unveröffentlichtes Notizheft oder ein veröffentlichtes Buch oder der Kopf der Dichterin ist, können mit der übersetzerischen Utopie, also dem Nichtort des Poetischen, wohl nicht die Übersetzung selbst gemeint sein. Das war ein sehr gestapelter Satz, in dem dreimal das Wort Ort, zweimal das Wort Original und einmal das Wort Kopf der Dichterin vorkam, und zwar am Ende, obwohl er eigentlich am Anfang stehen sollte. So schnell wird die Ordnung der Dinge durcheinander geworfen, wenn es ums poetische Übersetzen geht. Ist das nicht ein bisschen, wie das Englische sagen würde, on the nose? Das Englische sagt on the nose, wo das Deutsche zu offensichtlich sagt, oder das Spanische vielleicht muy a la vista, weil uns zu deutlich gezeigt wird, was wir ohnehin schon sehen. Mir hat immer gefallen, dass in der Übersetzung dieser Redewendung ein implizites Wahrnehmungsorgan, nämlich das Auge, gegen ein anderes, die Nase, ausgetauscht wird. Obwohl es eigentlich gar nicht so gemeint ist. Da es nicht um die Nase an sich geht, sondern um den Schlag auf die Nase, also das Bild. Denn so wie der Schlag auf der Nase, so ist auch das Überdeutliche on the nose. So stellt sich die Sache jedenfalls dar, wenn ich mir ein Auge zuhalte und nur in einer Sprache sehe, im Englischen in dem Fall. Wenn ich aber beide Sprachen zusammen sehe, wie in einem alten Stereoskop, dann sehe ich die Beziehung zwischen den Wortfeldern und den Phänomenen Auge und Nase. Und dann denke ich mir die Nase als hochtaktiles Wahrnehmungsorgan, das sich eben beschwert, wenn etwas zu deutlich ist. Ich mache also einen Fehler, weil ich mehr auf die Beziehung zwischen Sprache schaue als auf die Bedeutung. Ich sehe übersetzerisch, das heißt doppelt, und hypersetzerisch, also multiperspektivisch. Ich sehe, indem ich die Dinge nicht in ihren nationalen Sprachgeschichten lasse, zugleich mehr und weniger. Ich sehe verwirrt. A nose is a nose is a nose. Die Nase, die ich meine, ist gar nicht in der idiomatischen Wendung drin. Sie hat keinen Ort. Sie ist nur zwischen den Sprachen angesiedelt. Ist es vielleicht das, was der Untertitel des Festivals andeuten möchte, die Welt so zu sehen, wie ÜbersetzerInnen sie säen, multiperspektivisch, relational, überlappend, überdeutlich und synästhetisch wahrnehmend? Und wenn ja, was folgte daraus? Wozu ist das gut? 2. Mit meinem naiven, stereoskopischen Blick lese ich die Latinale-Anthologie Translator's Choice. Da es keine Nasenstellen gibt, schreibe ich mir alle Wortstellen raus, in denen das Wort Mund vorkommt. Dabei entsteht ein Gedicht, das keinen Ort hat. Von der Mundflora, ein Cento. Von innen kam Ona, trat durch den Mund zutage,
do otro lado o mundo. So zerrissen und alles, der Mund aufmerksam, die Lippen in Bewegung, hauch mir ins Ohr, sagte sie, bloß nichts Dummes sagen, ins Ohr und dann in den Mund, hauche, sag es mir dort, do otro lado o mundo. Ist der Träumer, sagt, ein erwachender Tunnel, mit kaputtem Mund spuckt der Träumer Traumstücke aus, mit kaputtem Mund singt er, trällert er, sagt, la grandezza es un mundo diminuto. Die Orangenbäume rufen, beim Wachwerden Lust auf Mund, der leckt do otro lado al mundo. Spuckt der Träumer Traumstücke aus, mit kaputtem Mund singt er, trällert er, sagt, Copa del Mundo FIFA. Poner la contraseña para iniciar sesión, poner la contraseña para iniciar sesión, dein erster Mund will Ordnung, dein zweiter Mund hat immer Durst, es entender la realidad de un mundo donde, dein dritter Mund will münden, ein Meer viel größer als dein Schlund, las estructuras son tibiamente creadas para fines específicos. Ausgelöscht? Ausgelöscht? Schellenweise Glöckchen schlagend? Von innen kam Ona, trat durch den Mund zutage. Esa niña, espiando del mundo, el variopinto. Hauch mir ins Ohr, sagte sie. In meinem Mund brauche ich Musik. Drei. Das Wort mundo hat die Bedeutung Welt, Erde, in den Sprachen Aragonesisch, Bicolano, Chavaco oder Sambuanguinho, Galizisch oder Galego, Interlingua, Ladinisch, Lateinisch, Portugiesisch, Spanisch und Tagalog und sicher noch einigen mehr. An der Liste lassen sich die Verbindung zwischen Sprachgeschichte und Kolonialgeschichte ablesen. Die missionierende Kirche dokumentierte während der Kolonialzeit einheimische Sprachen und ihre Grammatiken. Sie übersetzte, um sich durchzusetzen. Imperiale Kolonialmächte dagegen bewirkten die Zersetzung, Zersplitterung, Zerstörung von einheimischen Sprachen, verschifften und verschleppten Menschen nach Gutdünken und gruppierten Sprecher verschiedener Sprachen zusammen, die sich nicht verständigen konnten. So wanderten Wörter gezwungenermaßen zwischen Sprachen. So begann die Ära des imperialen, monolingualen Denkens und so begannen auch die Kreolsprachen. Aber Herrschaft lässt sich beileibe nicht nur an der Anwesenheit des konquistadorischen Wortes mundo in philippinischen Sprachen ablesen. Auch das deutsche Wort Mund hat eine zweite Schicht, die sie in dem Wort Vormund noch erhalten hat. Im Mittelalter bezeichnete Mund die Herrschafts- und Schutzgewalt über Personen und Sachen und war verwandt mit Hand und Schutz. Der Mund ist vielleicht alles, was der Fall ist, aber die Welt ist nicht alles, was der Mund ist, sondern zumeist auch das, was ihm verboten wurde. Und was das Wort Welt angeht, da hat die österreichische Autorin Ilse Eichinger, sie wurde eben schon erwähnt, in ihrem Prosaband Schlechte Wörter bereits alles gesagt. Zitat, Wult wäre besser als Welt. Weniger brauchbar, weniger geschickt, Arde besser als Erde. Aber nun ist es so. Normandie heißt Normandie und nicht anders. Das Übrige auch. Alles ist eingestellt, aufeinander, wie man sagt. Und wie man auch sieht. Und wie man auch nicht sieht. Ich würde wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, Mundo durch Mund zu übersetzen. Es sei denn, der mir anvertraute poetische Text signalisiert mir durch irgendeine Regel, dass ich es tun kann oder muss. Aber dass ich die Worte zusammensehe, kann ich nicht abstellen. Indem ich sie zusammenlese, lege ich mehr oder weniger arbiträre Beziehungen zwischen Worten als Karten aus und finde dann auf ihnen Wege, denen ich folge. So ist es mir möglich, vielleicht zu tieferen Sprach- und Emotionsschichten vorzudringen und mir zu vergegenwärtigen, was nicht gesagt wird. Aber was sind schon arbiträre Beziehungen? Oder anders gefragt, was ist eigentlich arbiträrer als im Namen einer Religion, einer Ideologie, im Namen von Profitgier und Überlegenheitsfantasien organisierten, strukturierten Genozid und Linguizid zu begehen? Ich habe einfach zwei Worte aufgehoben und darunter lauter dunkles Wimmeln gefunden.
Kein Wort, das nicht von der Erfahrung sprechen könnte, unterdrückt oder zum Schweigen gebracht worden zu sein. Man muss nur den Kontext verschieben, die Satzgrenze, die Wortgrenze, die Sprachgrenze, den zeitlichen Horizont, die Wahrnehmung, das Auge sein lassen, eine Nase, die Nase einen Mund und ein Mund das Herz. 4. Im Galizischen heißt Mundo auch stumm oder gemahlen. Im Lateinischen heißt Mundo auch sauber. Im Finnischen heißt Mundo einfach nur Droge. Ein Tagalog-Synonym für Erde heißt Deikdik. Deikdik bedeutet früher auch Donner. Denn ein alter Tagalog-Glaube besagt, dass man Gewitter und Donner auf der ganzen Welt hören kann. Deikdik bezeichnet folglich die Sphäre-Welt als den Ort, wo der Donner hinkommt. Und heute ist davon die Bedeutung Erde übrig geblieben. ÜbersetzerInnen haben die Wahl. Sie wählen das Wort Erde oder Welt, wenn sie Mundo übersetzen. Aber sie haben auch die Wahl, den Donner zu hören, der hinter jedem Wort liegt, wie Geister, Gespenster. Dazu haben sie alle Zeit der Welt. Es ist ein Glück, dass das spanische Wort temporal sowohl zeitlich als auch Unwetter oder Sturm bedeutet. Wir sind schon bei fünf. Language is Migrant, schrieb die chilenische Künstlerin und Dichterin Cecilia Vicuña, deren Texte von Beginn an das betreiben, was ich jetzt etymologischer Gossip nenne. Worte wie Koffer öffnen, ihre Routen und Bestandteile emphatisch lesen und mögliche Beziehungen zwischen Worten finden, die nicht unbedingt linguistisch belegte Verwandtschaften sind, sondern möglichst illegitime, verborgene oder verschwiegene oder verwandelte Beziehungen. Making kin, mit Donna Haraway gesprochen. Und weiter Cecilia Vicuña. Words move from language to language, from culture to culture, from mouth to mouth. Our bodies are migrants, cells and bacteria are migrants too. Even galaxies migrate. What is this talk then against migrants? It can only be talk against ourselves, against life itself. Sie spricht weiter. 20 years ago, I opened the word migrant, seeing it as a dangerous mix of Latin and Germanic roots. I imagined migrant was probably composed of my, Latin, to change or move, and gra, heart, from the Germanic curd. Thus, migrant became changed heart, a heart in pain, changing the heart of the earth. The word immigrant really says, grant me life. Cecilia Vicuña öffnet das Wort Migrant, seine Wortwurzeln und seine Luftwurzeln. Und das Merkwürdige daran ist, dass bei ihren etymologischen Spekulationen das Wort am Ende fast identisch bei sich ankommt. Migrant, grand mi. Nur einmal um die eigene Weltachse gedreht. Für mich ist dieses Drehen, diese Wolte, diese Formel eine poetische Utopie des Übersetzens. Worte wandern lassen, Leben geben, nicht durch Ersetzen und Äquivalenz, sondern durch in Beziehung setzen und illegitime Ähnlichkeit. Aber kann man so wirklich übersetzen? 6. Auch eine Nase kann ein ganzes Weltall beinhalten. Die Nase des Sternmulls zum Beispiel ist mit 22 beweglichen Tentakeln bestückt, die winzigen Fingern ähnlich. 11 Stück an jedem Nasenloch. Die Bewegungen dieser Tastorgane sind so schnell, dass das menschliche Auge sie nicht sehen kann. Man vermutet, dass diese Finger oder Tastzipfel als Elektrorezeptoren fungieren. Mit ihnen können sie elektrische Impulse wahrnehmen, die bei der Muskelbewegung ihrer Beutetiere entstehen. A nose is a nose is a nose is a nose. And a rose is a rose is a rose is a rose. Yes, I'm no fool, hat Gertrud Stein gesagt. But I think that in that line, the rose is red for the very first time in English poetry for 100 years. So wie sie in ihrem berühmten Rosensatz, der nur das Nomen Rose umkreist, ein Rot verwirklicht sieht, so denke ich, dass im übersetzerischen Missverstehen oder Ähnlichsehen ein sternartiges Wahrnehmungsorgan sich zeigt, das hochsensibel und synästhetisch auf Sprache reagiert und Dinge sehen kann. 7.
In ihrem Gedichtband O Resplandor beschreibt die kanadische Lyrikerin und Übersetzerin Erin Murray, die aus dem galizischen, portugiesischen, spanischen, französischen übersetzt, eine kuriose Übersetzersituation. Gebannt von den Gedichten des rumänischen Lyrikers Nikita Stănescu, die sie nicht versteht, beginnt eine Figur namens Elisa Sanpedrin, diesen zu übersetzen. Sie schreibt: When I first started translating Stănescu, I didn't know Romanian. Alba looked to me like albumin. So I translated it as albumin. Later I found out it was the feminine of white. Albumin then became even more accurate. Stănescu was urgently saying albumin. My mouth filled utterly with this word. Do you know this is the ruin of translation if you go on like this? Auch Elisa Sanpedrin kommt durch illegitimes Übersetzen, also Übersetzen nach Ähnlichkeit, bei einem richtigen, das heißt mit dem Original sehr verwandten Ergebnis an. Doch sogleich sagt sie sich oder legt eine Stimme ihr nahe, dies wäre das Ende des Übersetzens, solche Operationen. Das Wunderbare an dem Gedichtband ist, dass er zeigt, dass es die eine richtige, legitime Übersetzung eines poetischen Texts nicht geben kann. Stattdessen gibt es verschiedene Versionen, Rückübersetzungen und Übersetzungen ohne Originale. Am Anfang der übersetzerischen Bewegung steht die Begegnung mit dem rumänischen Original, das wie ein Schock erlebt wird. Die Materialität der Buchstaben, die Schönheit der Sprache auf der Seite, die vermuteten Klänge bei der Aussprache lösen ein körperliches Begehren aus, dieser Sprache nahe zu kommen und den Screen, den Schleier oder die Trennwand der eigenen Sprache zu überwinden. Zitat: Something had to be altered in my body to compensate for the screen of my language that stood between me and the poem. I unsocked myself, I unshooed myself, I was a stalk of grain and light. Der Buchtitel O Resplandor ist portugiesisch-galizisch und bedeutet Glanz, Lichtschein, Lichtschimmer. Elisa Sanpedrin ist von dem Original geblendet. Sie sieht zu viel Licht. Wer übersetzt, sieht zu viel Licht, aber nicht unbedingt mit den Augen. An einer Stelle berichtet Elisa Sanpedrin von Forschung, die sich mit den Lichtrezeptoren des menschlichen Körpers beschäftigen. Nämlich nicht nur die Retina, die Netzhaut, sei für die Wahrnehmung von Licht und damit für unsere innere Uhr verantwortlich, sondern wissenschaftliche Studien mit Zellproben aus der Mundhöhle wiesen nach, dass auch elektromagnetische Impulse an der Zungenspitze das visuelle System stimulieren können. Sanpedrin übersetzt: The mouth itself responds to time. We feel time passing this way in the mouth. Erik Weihenmayer ist der einzige blinde Mensch, der je den Mount Everest bestiegen hat. In einem 2017 im New Yorker erschienenen Artikel wird ein neues Gerät beschrieben, das es ihm erlaubt, mit seiner Zunge zu sehen. Es ist ein Übersetzergerät. Es heißt Brainport. Und es besteht aus einem um seine Augen gelegten Band mit einer kleinen Videokamera und einem mit dieser Kamera verkabelten weißen Plastiklolli, den er im Mund hat. Die Bilder der Kamera werden in ein graues Pixelschema umgerechnet und mittels 400 Elektroden als Signale an seine Zunge übertragen. Dunkle Pixel resultieren in einem starken Schock, helle Pixel in einem schwachen. Diese visuellen Reize beschreibt Weihenmayer als Bilder wie gemalt aus winzigen Blasen. Wenn wir also unsere Wahrnehmungsmechanismus überdenken, verschieben und überdenken sich dann auch unsere Übersetzungsmechanismen. Wenn wir mit dem Mund sehen können, wie übersetzen wir dann El Mundo? 8. Erin Murrays alter Ego, Elisa Sanpedrin, muss alles übersetzen, um wieder lesen zu können, um überhaupt lesen zu können. Aber geht uns das nicht eigentlich immer so, dass wir im Gedicht nicht verstehen und übersetzen müssen? Poetische Übersetzung ist im Grunde ein Erkenntnisbegehren, das nicht von der vorliegenden Übersetzung beschlossen, sondern vielmehr aufgeschlossen wird. Zitat: And it entered me, I could not turn away from it. Aus Resplandor. Die Begegnung mit der fremden, körperlich empfundenen Sprache bringt auch immer die eigene Selbstverständlichkeit und die sprachlichen Gewissheiten ins Wanken und bewirkt, dass man keine Sprache mehr versteht. Also, um zu verstehen, muss ich übersetzen,
Aber wie übersetze ich, wenn ich nicht verstehe? Ich muss an das Kartengleichnis aus Inga Christensens Aufsatz Der Geheimniszustand denken. Das wiederum an Jorge Luis Borges Kurzgeschichte Del rigor en la ciencia anspielt. Zitat: Man hat sich also wirklich auf besondere Weise verirrt. Man muss nämlich beim Schreiben einen Weg durch die Landschaft finden, wenn man die Karte zeichnen können will, aber zugleich muss man die Karte zeichnen, wenn man einen Weg durch die Landschaft finden können will. Inga Christensen bezog dieses Dilemma erkenntnistheoretisch auf das Verhältnis zwischen Poesie und Welt. Denn selbst wenn es in der Geschichte der Poesie alle Arten von Karten gibt, wo alle möglichen Brücken eingezeichnet sind, bedeutet der Moment des Schreibens, dass sich die Brücken bewegen, die Karten unzuverlässig werden. Jedes Mal muss man von neuem beginnen. Man muss, Zitat, genau das zufällige Wort wählen, das notwendig gemacht werden kann. Ein Wort notwendig machen heißt Wort und Phänomen verketten oder verschmelzen. Nicht so, dass die Zufälligkeit wieder aufgehoben wird. Denn auch nach der Wahl bleibt das Wort genauso zufällig wie vorher. Aber in all seiner Zufälligkeit ist es jetzt mit dem Phänomen verschmolzen und in einem Geheimniszustand versetzt, wo die innere und die äußere Welt zusammenfinden, als wären sie nicht mehr voneinander getrennt gewesen. Zitat Ende. Ich glaube, diesen Geheimniszustand gibt es auch für das Innen und Außen der zwei Sprachen, die sich in der Übersetzung treffen. 9. In den Abaporo-Fragmenten der Latinale-Autorin Caro García Bautier, die im guaranitischen Grenz- und Flussland im Dreiländerraum zwischen Brasilien, Paraguay und Argentinien angesiedelt sind und die dynamische Sprachsedimente kombinieren, finde ich eine Wendung, die sich wie eine Metapher für die poetischen, utopischen Übersetzergedanken lesen. Natürlich, ich nehme diese Wendung, es ist eine Zeile, jetzt aus dem Kontext. Aber was heißt schon Kontext? Wer führt das Wort im Mund oder in der Hand? Wer bestimmt die Zeit? Wer zieht welche Grenzen? Zu welchem Schutz? Die Übersetzung stammt von Leonce Vellupet. Zuerst die Zeile auf Spanisch. En tu lugar ahora un temporal de fantasmas, en estampida lucidez, batallas. An deiner Stadt jetzt ein Gespenstersturm, stampedener Klarheit, Gefechte. An deiner Stadt. Es kann heißen, dass die Sprecherinstanz des Gedichts, die die Licht- und Bewegungsverhältnisse im Flussland wahrnimmt und notiert, jetzt von dem wahrgenommenen Phänomen ersetzt wird. Der Gespenstersturm stampedener Klarheit bezeichnet dann eben das Wetterphänomen vielleicht. Vielleicht ist aber auch das Wort das Phänomen geworden. Die Dichte und Materialität entfesseln einen wahrnehmbaren Sturm auf der Seite. An deiner Stadt bedeutet dann auch der Ort, Lugar des Gedichts und zeigt auf das Gedicht selbst, das erst stattfindet, während es sich findet. An deiner Stadt kann aber natürlich auch heißen, anstelle des Originals steht hier die Übersetzung. Eine Übersetzung, die, wenn sie glückt, auch die Kombination von Notwendigkeit und Zufall bei der Wortwahl mit übersetzt, von der Inga Christensen spricht. Nun höre ich aber schon, die Grenze der Notwendigkeit ist natürlich vom Original vorgegeben, wenn man übersetzt, man schreibt ja nicht. Man müsse also notwendigerweise die Worte übersetzen, die dastehen. Beim Gedicht, wenn man es schreibt, ist nichts vorgegeben. Gemeinhin wird mit die Worte, die dastehen, gemeint, man müsse den Sinn oder die Bedeutung übersetzen. Aber in Gedichten und poetischen Texten wird die Notwendigkeit eben auch von der Wortform, von Klang, von Clustern oder von zwingend wilden Assoziationen bestimmt. Von der ganzen poetischen Rede, die, so Henri Michonnik in Ethik und Politik des Übersetzens, Zitat, ein ethischer Akt ist, der das Subjekt verändert. Denjenigen, der schreibt und denjenigen, der liest. Nur den Sinn der Worte zu übersetzen, das wäre, als würde man behaupten, ein Eisberg bestünde nur aus der Spitze. Was dann geschieht, weiß man. Die Übersetzung kollidiert mit dem ganzen sinnlich-körperlichen Rest und erleidet Schiffbruch. Das Poetische säuft ab und damit auch das Ethische. Wenn die Übersetzung sagt, an deiner Stadt, dann spricht hier auch das poetische Sprachhandeln, das ein Subjekt und viele mögliche Subjekte erst zutage treten lässt. Dieses Handeln lässt sich auf das Spiel zwischen Notwendigkeit und Zufall ein und sieht multiperspektivisch. Es lässt sich darauf ein, wie das Original stattzufinden.
An deiner Stadt jetzt ein Gespenstersturm stampedener Klarheit Gefechte. Die vierfache Wiederholung der Buchstaben st, st, dieser Klangkombination, die zufällig erscheinende Verteilung der Vokale A und E, gesprenkelt mit dem Diphthong ei, und in der Mitte, wie im Auge des Vokalwetters oder Vokalunwetters, das U von Sturm. All das nehme ich wahr, ich sehe es mit den Augen, mit dem Mund, mit dem Körper, mit der inneren Kopfstimme, und es erscheint mir schön und absolut zwingend. Am meisten interessiert mich aber das Adjektiv stampedener, das aus zu großer stereoskopischer Nähe zu dem Wort estampeda entstanden zu sein scheint. Tatsächlich gibt es im Duden das Substantiv stampede, stampid, ein seltenes Lehnwort für eine in Panik geratene Rinderherde. Als Adjektiv aber ist es ein Neologismus. Witzigerweise stammt das spanische Wort estampida wiederum aus dem Deutschen stampfen, beziehungsweise früher stempen. Hätte man also an dieser Stelle für das geläufige spanische Wort estampida auch ein geläufiges deutsches Wort auswählen können? Zum Beispiel stampfende Klarheit? Aber nein, das klingt ja zum Weglaufen. Es wäre zu nah gewesen, zu sehr mit sich identisch, zu notwendig, aber zu wenig zufällig. Der schwebende Klang des vorhergehenden Wortes Gespenstersturm wäre totgetrampelt oder totgestempelt von Stampfen. Im Wort stampedener setzt sich das Schweben der Gespenster durch Wiederholung der Es fort. Und auch inhaltlich macht das Wort, wovon es spricht. Der etymologisch verfremdete Neologismus ist selbst eine Art Gespensterebene, da er verschiedene vergangene Sprachschichten präsent macht. Um also poetisch wirksam zu werden, braucht die Übersetzung etwas, das sie selbst überrascht, indem sie buchstäblich Gespenster sieht. 10. Und hier muss ich an den Dichter und Übersetzer Felix Philipp Ingold denken, der in einem Essay zum Übersetzen schrieb, Zitat: Als ich dann auch selbst zu schreiben begann, nachdem er also nur als Übersetzer gearbeitet hatte, wurde mir mehr und mehr bewusst, dass ja eigentlich jede sprachliche Geste eine übersetzerische Geste ist, dass ja auch schon beim Reden hier und jetzt übersetzt wird, was man an Ungesagtem oder Unsäglichem zu sagen in Worte zu fassen hat. Keine Sprache, am wenigsten die eigene, ist ein integrales Ganzes. Jede Sprache umfasst eine Vielzahl von Sprachen. Und da keine Sprache als meine Sprache gegeben ist, kann ich die eigene Sprache einzig durch Übersetzung gewinnen. Also muss ich die Sprache, damit sie meine Sprache werden kann, immer wieder stets von Neuem in sich selbst übersetzen, sodass ich auch als Autor, wenn ich mich und meine Arbeit ernst nehme, nur Übersetzer sein kann. An den Übersetzungen und nicht an den Originalen sind die Dichter zu erkennen. Ich übersetze mich jetzt selbst und deshalb lasse ich einen Teil aus, damit es ein bisschen kürzer wird, und springe von 11 zu 12. In ihrer Übersetzung der Gedichte von Béatrice Hergebé hat Odile Kennel ein Wort gesehen, das nicht geschrieben wurde. Sie übersetzte nicht, was da stand, sondern das, was sie sah oder hörte zwischen den Sprachen. Und zwar geht es um das Gedicht Marlene Dietrich Sabe, ich kann den ganzen portugiesischen Titel nicht so gut aussprechen, auf Deutsch: Marlene Dietrich weiß, was die Schenkel entlangritt, wenn sie den Backstage betritt und sich fragt, wer auf sie wartet. Die betreffende Stelle auf Deutsch geht so: Lebenslänglich sterben sie in der Flut, werden wiedergeboren bei Ebbe. Konfus vom schnellen Wechsel eines plutonischen Flusses, grenzt an Zäune, Zeuter, lass dich nicht aufstacheln, lass durch. Die weiblichen Stimmen in diesem Gedicht, von Marlene Dietrich bis zu den Yaba der Yoruba, fordern an dieser Stelle eine Art altägyptischen König auf, aus seiner mittigen Machtposition zu treten. Im Original ist das ein Kefren, ein Chefren, der Chef. Und die Aufforderung lautet wörtlich übersetzt: Mann, und in diesem Fall auch Mann mit Doppel-N, soll zusammenkommen und keine Mauer errichten. Aber im Deutschen findet sich die Mauer nicht und der Kefren ist auch nicht da. Aus der Mauer ist das Wort Zäune geworden und die Mitte des Chefs übersetzt sich in eine Binnenland-EU und da finden wir das Wort Zeuter.
grenzt an Zäune, Zeuter, lass dich nicht aufstacheln, lass durch. Die spanische Exklave Ceuta an der nordafrikanischen Küste wird seit 1993 von einem Grenzzaun umgeben. 2005 wurde der Zaun von 3 Meter auf 6 Meter erhöht. Dass Zäune und Ceuta ähnlich klingen, mag ein Grund für diese Verschiebung gewesen sein. Die vorhergehenden Zeilen, lebenslänglich sterben sie in der Flut, werden wiedergeboren bei Ebbe, lassen an das Schicksal von Flüchtenden denken, die ihr Leben riskieren und verlieren bei dem Versuch, eine menschenwürdige Existenz zu finden auf der anderen Seite des Wassers. So ist dieses Wort synonym geworden mit einem Zaundenken, also einem Mauerdenken, das MigrantInnen draußen halten will. Das utopische ÜbersetzerInnen-Denken darf auch Zäune verschieben, darf Kontexte verschieben. Und so kommt Ceuta hier ins Gedicht, wo es nicht in Worten steht im Original, aber in einer Beziehung steht. Zu allen wegen Herkunft, Geschlecht, Hautfarbe, sexuelle Orientierung, gesellschaftlichen Status, ausgegrenzten Menschen. Ich sehe darin keine domestizierende oder lokalisierende Transpositionsstrategie, sondern das Resultat eines multisensorischen, körperlichen, emphatischen und auch ethischen Übersetzens, das mehr sieht, das halluziniert, das Wult sagt und nicht Welt und damit Widerstand leistet und Hoffnung gibt. 13. Sagte man nicht früher einmal, ein Gedicht in Übersetzung sei wie eine behandschuhte Hand zu küssen? Aaron Murray, I unsocked myself, I unshoed myself. Ich übersetze dazu, I unhandshoed myself. I ungloved myself. I slipped my naked hand into the glove compartment, which was called Lubba's love compartment. It was also accidentally a globe compartment. No, it was the occipital lobe compartment. I was told I could take out my hand. There were 7 tiny eyes on each fingers. They were blinking with utmost gentleness. I wanted to take care of them for the rest of my life. Will man poetisches Übersetzen utopisch denken, muss der Handschuh umgestülpt werden. Wie wäre es zu sagen, ein Gedicht in Übersetzung zu lesen, ein Gedicht zu übersetzen, sei wie Licht mit dem Mund sehen, Gespensterstürme auf der Zungenspitze zu tragen. Vielen Dank. Muchas gracias. Vielen Dank, liebe Uliane. Und wir kommen nach Carlos dazu, noch ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Carlos Soto Román, geboren 1977 in Valparaíso, Chile, ist Lyriker und Übersetzer sowie pharmazeutischer Chemiker von Beruf. Einen zusätzlichen Master machte er in Bioethik an der University of Pennsylvania in Philadelphia, wo er für 5 Jahre lebte und sich der Literaturszene anschloss. Aus dem kommunikativen Bedürfnis heraus, seine eigenen und andere Werke in beiden Ländern zeigen zu können, erwuchs seine Tätigkeit als Übersetzer. Seitdem übertrug er unter vielen anderen Holocaust von Charles Resnikov vollständig ins Spanische. Er ist Autor mehrerer Gedichtbände auf Spanisch und Englisch, darunter Aigüminero 2007, Chile Project 2013 und 2015, Antuco 2019, Common Sense 2019, Nature of Objects 2019 und Once, 11, das mit dem Lyrikpreis Premio Municipal de Poesía von Santiago 2018 ausgezeichnet wurde und 2022 in englischer Sprache in New York erscheint. Once spielt sowohl auf 9/11 als auch auf den Militärputsch in Chile am 11.09.1973 an und vereint schriftliche Zeugnisse aus dieser Zeit, in die Carlos auf verschiedenste Weise eingegriffen hat. Texte, in denen Lücken klaffen, deren Druckerschwärze dahinschwindet, in denen sich Wörter bis zur Unaushaltbarkeit wiederholen. Auch Antuco mit Carlos Gardani Parra als Co-Autor entstanden, greift eine nationale Katastrophe im Chile des Jahres 2005 auf.
45 junge Rekruten erhielten den Befehl, mitten in einem Schneetreiben für ein Manöver in die Berge zu gehen, wo sie bei minus 35 Grad den Tod fanden. Carlos Soto Romans Poetik lebt von der gegenseitigen Beeinflussung seiner Berufe. Sie betrachtet den Text als physischen Gegenstand, mischt Methoden der Wissenschaft und Mathematik mit denen der Poesie und ist in jedem Fall politisch. Er selbst beschreibt sich als Cutter und sein Verfahren als Schreiben mit der Schere. Zuweilen erinnert die Methodik und Präzision in Carlos' Arbeit an die eines Bildhauers, der aus dem bereits anwesenden Stein neue Formen herauszuhauen vermag und Dinge zum Vorschein bringt, die zuvor nicht sichtbar waren. Zur Poesie und Übersetzung kam er im Alter von 15 Jahren als Leadsänger seiner ersten Band. Bis heute ist er aktiv an verschiedenen Musikprojekten beteiligt, darunter die Gruppe Radio Magallanes und Sonora Guantánamo. Im Sommer war er im Programm des Übersetzerhauses Lorraine unter dem Schwerpunkt Amerika Latina eingeladen. Künstleraufenthalte hatte er auch in Spanien, der Schweiz und England. Er war Gast auf Festivals, unter anderem in Irland und Indien, sowie letztes Jahr, pandemiebedingt nur virtuell, auf der Latinale 14. 2022 ist er von Uliana Wolf auf die Lit Cologne eingeladen. Wie Carlos Soto Román auf die aktuelle Situation in Chile in Bezug auf Übersetzung blickt, wird er uns jetzt erzählen. Anschließend werden wir diesen Dialog mit Uliana Wolf über die poetischen Verfahren beider Dichter, Autorinnen sprechen. Carlos, wir freuen uns sehr, dass du dieses Jahr hier sein kannst. Es ist dein erstes Mal in Berlin und wir sind gespannt auf deinen Vortrag. Herzlich willkommen. Muy buenas noches. ¿Me escuchan bien así? Gracias. Muchísimas gracias, Alina, por la presentación. Estoy muy honrado de estar acá esta noche. Es una tremenda responsabilidad hablar después del tremendo discurso de Uliana, pero estoy muy feliz y agradecido esta oportunidad. Aprovecho también de agradecer al Iberoamericano que nos está acogiendo esta noche en estos difíciles tiempos que estamos viviendo, por supuesto al Instituto Cervantes y a todos los organizadores de la Latinale que han tenido este esfuerzo supremo, ¿no?, de poder traernos, de invitarnos para poder compartir un poco nuestro trabajo. Y, por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por hacer el esfuerzo y por venir esta noche. Me gustaría comenzar esta exposición identificándome adecuadamente, como estas características son las que inevitablemente sesgarán mi presentación. Me parece que lo único que se puede hacer al respecto es ser lo más honesto y directo posible. Mi nombre es Carlos Soto Román, soy químico farmacéutico de profesión, escritor, poeta, artista, traduzco poesía. Soy chileno, por lo tanto extranjero en este lugar. Residí algunos años en un país que no compartía mi lengua materna y no tengo ninguna afiliación académica o institucional. Durante esa estadía en el extranjero tuve la oportunidad de dejar por un momento las ciencias, la farmacia, y dedicarme por completo a la poesía. Hice un magíster en bioética, amparado en mi labor profesional, la investigación biomédica, pero el motivo real fue un libro de poesía que estaba escribiendo, el cual requería que profundizara en aspectos más filosóficos. Además de los estudios, me involucré de lleno en la escena poética de Filadelfia, lugar que se transformó en mi nuevo hogar y donde pude integrar un colectivo de poesía, organizar lecturas y eventos e incorporar el aprendizaje de la lengua a través del conocimiento de autores nuevos y clásicos de esta tradición, como también mediante conversaciones e interacciones constantes con creadores y artistas, los que sin darme cuenta iban ayudando a configurar una nueva comunidad. Hace casi 10 años fui invitado a dar una charla sobre traducción al festival One Makes Many en Raleigh, Durham, organizado por Duke University y la Universidad de Carolina del Norte. Y hace exactamente 3 años hice otra ponencia en un coloquio de traducción organizado por la Universidad Finisterra y por la Universidad de Santiago de Chile, por lo que hoy me parece adecuado intentar hacer un paralelo entre las situaciones que expuse en esos momentos y la actual.
Hace 10 años, la crisis educacional chilena estaba en uno de sus momentos más álgidos. Los estudiantes se tomaban las calles demandando educación gratuita y de calidad, y los problemas educacionales relacionados con la literatura que se detectaban en ese entonces siguen siendo los mismos ahora. Malos hábitos de lectura sumados a una pobre comprensión lectora. Se hacían necesarias nuevas estrategias para reencantar al público con la lectura, pero a este problema se agregaba el alto costo de los libros y las dificultades de edición en un entorno en que la industria editorial local se veía disminuida ante el poder de los grandes grupos transnacionales, los que enfocan la cadena del libro como un asunto de negocios, comercializando con la lectura como lo harían con cualquier otra mercancía. No pocos años después, no solo la crisis educacional, sino también la política y social llegarían a un punto sin retorno de una manera impensada en Chile. Fue así como, una vez más, los estudiantes salieron a las calles a manifestarse en contra de un alza en la tarifa del transporte público, saltándose los torniquetes y tomándose las estaciones de metro, para que en un par de días el país completo se viera envuelto en un inevitable estallido social, desatando fuerzas, ansias, frustraciones y heridas reprimidas desde la dictadura, y que los incompetentes gobiernos de la mal llamada transición no habían sido capaces de resolver. Luego vendría la pandemia, el confinamiento, la crisis económica, una vez más el miedo y la desconfianza, lo que prolongarían el descontento, el malestar, la incomodidad, la incertidumbre. Hablar de traducción en este contexto no es fácil. La traducción, entendida como una ocupación seria y sistemática en Chile, por lo menos hace 10 o 15 años atrás, era prácticamente inexistente. ¿Por qué? Básicamente porque no habían fondos para hacer traducciones, porque como negocio es arriesgado y poco rentable. Los editores locales no tenían dinero para pagar derechos de autor y no podían competir con las editoriales transnacionales como Planeta, Alfaguara, Random House, Anagrama. Y aunque la academia mantenía un pequeño circuito que no contaba ni con los recursos ni con el apoyo para lograr una legitimidad contundente, la verdad es que el esfuerzo de traducción en poesía en Chile se construía casi exclusivamente a partir de la generosidad de unas pocas personas, como Rodrigo Lavarría y sus trabajos con Allen Ginsberg, o Verónica Sondek y sus traducciones de Derek Walcott, June Jordan y Emily Dickinson, por mencionar algunos nombres. Las que veían el campo y el oficio de traducir como una actividad casi espiritual, por la cual escasamente se recibía alguna remuneración o recompensa, excepto por el placer de publicar la obra traducida, la que muchas veces debían financiar parcial o totalmente. En cuanto a traducciones, Chile subsistía principalmente de lo que se traducía en España y en otros países con industrias editoriales desarrolladas, como México y Argentina, hecho que configuraba un curioso monopolio, donde lo que se traducía y por lo tanto lo que se leía respondía a la aplicación de fórmulas comerciales ya probadas en otros mercados y no a un interés real o una curiosidad intelectual específica de la cultura local, lo que causaba importantes vacíos, deficiencias, omisiones. Como poeta, esto fue lo que más me llamó la atención a mi llegada a Estados Unidos, país donde residí 5 años. Darme cuenta de la gran cantidad de obras y autores que eran absolutamente desconocidos en Chile. Charles Resnikov, George Open, Charles Olson, Jack Spicer, Frank O'Hara, Diane de Prima, Susan Howe, Lorraine Nidecker, Alice Notley y un gran etcétera. Precisamente porque sus traducciones no estaban disponibles. Y al mismo tiempo, siendo que Chile es un país que se jacta de producir excelentes poetas de relevancia internacional, también me sorprendió la casi total inexistencia de traducciones al inglés de poetas chilenos que podríamos considerar indispensables, como Rodrigo Lira, Jorge Tellier, Juan Luis Martínez, Gonzalo Millán, Carmen Berenguer, Elvira Hernández, Soledad Fariña. Comencé a preguntarme por la causa de estas ausencias y sobre la lógica detrás de estas injusticias. Abordar la cuestión de qué se traduce y por qué es un asunto complejo. Los criterios utilizados para seleccionar los trabajos son variados y muchas veces arbitrarios. Reconciliarlos podría ser tan difícil como llegar a un consenso sobre la definición de lo que es realmente la traducción.
Sin embargo, lo que parece claro es que la discusión en este punto se centra frecuentemente en cómo abordar el trabajo de traducción, dejando de lado las preguntas sobre lo que debe traducirse. Conceptos como la fluidez, la fidelidad, la domesticación, la transparencia, la accesibilidad e incluso la ética inundan el debate favoreciendo el cómo sobre el qué. Pero hay un mercado para las ideas y un mercado para la traducción. Y mientras el exotismo y el fetichismo, la comodificación de vivencias traumáticas como la dictadura, por ejemplo, parecen a ratos dominar los criterios en Estados Unidos, la promesa del éxito comercial, en cambio, sería una de las motivaciones en Chile, como el caso de los bestsellers. Literatura de entretenimiento en lugar de literatura reflexiva. Libros no para comprender la realidad, sino para escapar de ella. Desafortunadamente, lo que no está alineado con los intereses de los editores que financian las traducciones no es negocio, y de acuerdo a las leyes del mercado, lo que no vende no existe. En ese sentido, la ética de la traducción no debería vincularse solo a la estética, sino también a los aspectos políticos, especialmente aquellos relacionados con la capacidad de la traducción de hacer visibles, audibles y presentes a otras voces, a otras comunidades. La capacidad que tiene de desmarginalizar poéticas diferentes, junto con el poder de instalar o restablecer discursos que han sido injustamente ignorados u obliterados. Amiel Al-Khalay, poeta, crítico, profesor y traductor norteamericano de origen judío sefardí serbio, dice, por ejemplo, que gran parte de lo que ha hecho en el campo de la traducción puede considerarse como un activismo literario, no solo como el trabajo de rescate de idiomas subestimados, las lenguas eslavas en su caso particular, como en su traducción del poeta bosnio Semezdin Memedinovic, sino también como un gesto de tomar el riesgo de la responsabilidad de dar una nueva vida a esas palabras, lo que les permite ser absorbidas por otros escritores en las posibilidades de su trabajo, para que no pierdan su poder transformador y político. Y cuando dice político, también se refiere al efecto que cualquier evento puede tener sobre la conciencia misma. Jen Hoffer, poeta, intérprete, traductora, educadora, activista de artistas, artista de libros objeto y fundadora del colectivo Antena, habla de la traducción como un discurso subversivo en la medida en que es capaz de trastocar, alterar, perturbar un orden particular. El inglés estadounidense contemporáneo que ella identifica como muy a menudo contaminado por un imperialismo xenófobo, monológico, megalomaníacamente English only, que busca imponer un lenguaje de totalidad hegemónicamente definida al resto del mundo, es ciertamente un orden que éticamente merece ser subvertido. En el 2011 nos sorprendíamos viendo cómo las asambleas populares que aparecían de la mano del movimiento Occupy en Estados Unidos restauraron el significado perdido de la democracia, devolviendo la voz a aquellos quienes el sistema descarta y discrimina. Curiosamente, dichas asambleas fueron notablemente similares a las que ocurrieron durante la crisis económica argentina del 2001 y que se volvieron a ver en Chile luego del estallido social, dando paso a discusiones que ahora tratan de redactar y configurar una nueva constitución. Conversaciones que no estuvieron exentas de la influencia de poetas como Raúl Zurita, Elvira Hernández o José Ángel Cuevas, cuyos versos ahora transformados en graffiti inundaron las calles de Santiago. Dentro de esta lógica de invisibilidad y resurgimiento, creo que la traducción también puede actuar como un gesto democrático de reparación y solidaridad. Teniendo en cuenta que los traductores escriben lo desconocido, lo que aún no ha sido escrito en su idioma, y teniendo en cuenta que tienen la capacidad de destacar ante esa falta desde un deseo de justicia, me parece que es tiempo que los traductores dejen de ser arqueólogos que solo buscan tesoros ocultos o joyeros que solo comercian con piedras preciosas. Los traductores deben empezar a empatizar con la ira de los tiempos. Es necesario configurar y consolidar un espacio para una traducción independiente, comprometida, libre de las ataduras del mercado y que desafíe las tendencias y los caprichos de la academia. Para traducir, uno primero debería preguntarse qué falta en un idioma,
Y según lo que he expuesto, lo que necesitamos son traducciones que acorten la brecha entre culturas al tiempo que luchan contra el colonialismo y desmantelan la retórica hegemónica del imperio. En Chile, por ejemplo, faltan traducciones de poesía contemporánea brasileña, eslava, oriental, árabe. No sabemos lo que está ocurriendo escrituralmente en esos países. Brasil es el único país de Sudamérica que no habla español, sin embargo, poco sabemos de su tradición literaria. Por otra parte, Chile tiene una importante colonia de ciudadanos haitianos, una de las migraciones más grandes de los últimos años, que llegó como consecuencia de la intervención humanitaria militar de Chile en Haití desde el 2004 y que es una de las pocas migraciones masivas, junto con la de alemanes y croatas a fines del siglo XIX, de comunidades de habla no hispana, cuyos poetas como Jean-Jacques, Pierre Paul y Makanaki ADN con mucho esfuerzo están empezando a abrirse paso dentro de la escena informal, luchando arduamente contra la barrera del idioma. No obstante, desconocemos cabalmente su tradición, su cultura, su literatura. También hay baches importantes, como de poesía norteamericana de los 70 en adelante, las escuelas objetivistas, Black Mountain, New York School Language, por mencionar solo algunas, literatura contemporánea africana, árabe y sus respectivas experiencias de diáspora. Pero por sobre todo necesitamos urgentemente alternativas a las traducciones que vienen de España, llenas de localismos que muchas veces ya ni siquiera los españoles usan. Entonces, la pregunta que surge es cómo trabajar la traducción desde una perspectiva que no es cómplice con una empresa hegemónica. Tratando de responder a esto, regreso a la escena literaria y editorial chilena. Desde varios años se viene produciendo un cambio significativo de manos de pequeñas editoriales llamadas independientes y también por parte de colectivos de traducción, los que se han establecido con éxito como espacios nuevos de creación y resistencia cultural, promoviendo y fomentando nuevos discursos, nuevas formas de hacer literatura y que con pocos recursos pero mucha creatividad han logrado resistir la lógica del mercado. En cuanto al campo editorial, es evidente lo difícil que resulta editar y publicar en países que se rinden al poder del dinero y a los rituales del consumo, donde el libro se concibe como un producto en vez de un bien cultural. En medio de este escenario adverso, como dice el poeta Jaime Pinos, la publicación independiente surge como una paradoja que no debe jugar un papel político, sino que debería ser una política en sí misma. No veo por qué la traducción independiente no puede seguir la misma ruta. De hecho, paso a paso lo está haciendo. Lo vemos en el trabajo de las revistas online dedicadas a promover la traducción, como fue Calque en algún minuto, o lo es ahora Circumference Magazine, Asymptote Journal, ManifoldCriticism.com en Estados Unidos, o el sitio web Vallejo and Company, las revistas online Ellipsis y La Raza Cómica en Latinoamérica, los esfuerzos editoriales de Ugly Duckling y Cardboard House Press en Estados Unidos, casos como de Parasintenpresse, Hochroth, Verlaghaus Berlin o Elif Verlag acá en Alemania, y las editoriales Cuadro de Tiza y Pez Espiral en Chile, por mencionar algunos ejemplos, que se han constituido como comunidades y han abierto espacios más democráticos, desafiando el status quo, restaurando el diálogo donde el canon ha impuesto un monólogo y estableciendo prácticas basadas en la colaboración donde el mercado propone la competencia. Pero también existen otros ejemplos, otras vías. Me detengo acá un momento para hablar de una interesante experiencia comunitaria de traducción que surgió en Chile luego del estallido social y que se cristalizó durante la pandemia, el colectivo Frank Ocean. El colectivo Frank Ocean, grupo de poesía, investigación y traducción y agitación, surge a inicios del año 2018 como un taller de poesía, traducción en Santiago de Chile. Desde octubre del 2019, en el contexto del estallido social chileno, este colectivo, conformado por 11 poetas y traductores jóvenes, sintió la urgencia de pensar nuevas formas de resistencia para enfrentar la violencia policial, la que se fue recrudeciendo luego de las manifestaciones del 18 de octubre, dejando centenares de manifestantes heridos y varios muertos.
me dice, cambia. Anda pasándolo regularmente, si quieres. Ah, sí. A partir de la traducción poética se gestó un espacio artesanal y comunitario que intentó rescatar algunas de las voces que se habían rebelado contra la represión policial, principalmente autores migrantes, afrodescendientes, mujeres y miembros de la comunidad LGBTQ+, que tenían en común el habitar los márgenes de una lengua y de un territorio. Una de las primeras acciones del colectivo consistió en pegar afiches de sus traducciones en los alrededores de Plaza Dignidad, el nuevo nombre que recibió durante la revuelta a la Plaza Italia, ubicada en pleno corazón de Santiago y que se volvió el epicentro de todas las manifestaciones del estallido. En medio de una de las manifestaciones, para así aportar con poesía y solidaridad a la protesta callejera. Luego, al tener que enfrentar la pandemia del COVID-19 que intensificó las desigualdades que ya hace varias décadas se venían profundizando en Chile, se vieron en la necesidad de buscar nuevos formatos para la distribución del trabajo. Es así como crean una cuenta en Instagram, instagram.com colectivo Frank Ocean, donde empezaron a publicar en la manera de afiches o pósters las traducciones que la misma contingencia política y social iban demandando. A 2 años del estallido queda entonces una selección de poemas contra la policía, pero también contra el racismo, el patriarcado y la violencia doméstica, con la intención de abrir un diálogo con otros territorios del mundo que lamentablemente también viven estos tipos de violencia. Tiempos, décimas de dolor, tiempos que algunos contemplan como si nada, como si estuvieran viendo una película, como dice el poema de Adriana Lisboa. Pero también es posible mencionar los fondos de traducción del Consejo del Libro, instancia de apoyo gubernamental en Chile, los que si bien son absolutamente perfectibles, han marcado una cierta diferencia subvencionando cerca de 60 proyectos de traducción por año, permitiendo un crecimiento y una diversificación notoria en el campo. Sería interesante ver cómo evoluciona y se consolida este apoyo en el tiempo, incluyendo quizás fondos de apoyo a la gestión de derechos y, por qué no, un premio a la mejor traducción local del año. Considerar también en este punto el apoyo de instituciones extranjeras, como embajadas o programas de intercambio de traductores, como Loren, cerca de Zúrich, la que mediante su programa de residencias ofrece un lugar para que traductores de todo el mundo trabajen en sus proyectos, ofreciendo a través de talleres y conferencias una amplia gama de oportunidades de educación e intercambio. Personalmente he tratado de incorporar estas problemáticas en mi práctica y en mis decisiones curatoriales como traductor, aunque es justo considerar que el idioma puede ser una limitante. Desafortunadamente solo manejo el inglés, por lo que solo puedo traducir desde él, y digo esto con un grado de frustración y vergüenza, porque sin duda me gustaría muchísimo aprender otros idiomas para poder leer y traducir desde ellos. Sin embargo, creo que he hecho lo posible por incorporar otros discursos, otras voces no comúnmente representadas y las que usualmente no son seleccionadas por los traductores chilenos o latinoamericanos. Es así como dentro de los proyectos de traducción que actualmente llevo se encuentran los poemas del poeta egipcio Maged Saer, de la poeta libanesa Etel Adnan, quien lamentablemente falleció hace algunos días, de la poeta iraní Ghassal Mossadegh y últimamente de la poeta norteamericana de origen chino Victoria Chang. Todes ellas escriben en inglés, pero todes representan o provienen de diásporas de culturas antiguas, todas con una vasta y rica tradición literaria, las que de alguna forma dentro del crisol cultural de Occidente dan origen a maravillosas mezclas e interesantísimos discursos de los cuales poco sabemos en el sur más profundo. Ciertamente no es fácil responder a todas las necesidades del rubro, sobre todo en momentos de crisis, donde la cultura pareciera no ser una prioridad para los gobernantes, pero a través de la idea de promover la comprensión entre culturas, eliminando la traducción del aparato que mantiene subalternos a los subalternos, tomando el gesto como una invitación a escuchar realmente lo que otras personas de otros lugares tienen que decir y la forma en que han decidido decirlo, la traducción independiente surge como una de las maneras posibles en que se puede ayudar a restaurar la traducción como un espacio real de encuentro y articulación, así como un camino hacia el entendimiento mutuo a través de la diferencia. Muchas gracias.
Thank you so much for your lecture, Carlos, for being in Berlin, for letting us take part for, yeah, of the literary scene in Chile, as well as making an emphasis of what to translate, no? ¿Qué ante o qué sobre el cómo? And thank you again, Uliana, for talking about how to translate, for your generosity in revealing your methods, and for finding several images for your meta-poetics in translation. So, having you both here, it's a little bit like a utopia. It's a great opportunity to exchange concepts that and ideas and to open a new space for conversation and gathering. Because it seems, I think it's really difficult, two realities, the how, the what, it's so different. So Uliana, what do you think after hearing Carlos talking about the Chilean mm-hmm. reality? Mm-hmm. I think we are really privileged in Germany, Europe, the USA, in an independent manner, more independently. Sorry for my English, really bad. Yeah, I mean, yes and no. I mean, thank you for your talk, Carlos. I really liked it. I like the stress on the that translators, how did you write it? The empathy for the anger of the time. Oh, yes, I thought it was a great phrase. And I think that's something that always happens, no matter where you go and where you look at translators. There's always, I think, the necessity to look at the anger of time, and a lot of translators do that. It's just something about the crazy people who are translators, who, even if they're not all activists, like Jen Hoffer or like you or Frank Ocean, mostly are active in finding bridges and finding new ways and finding ways to engage in the reality. That's what, and also in countries like Germany, where you know, much more is translated than, for example, in the US or in Chile into English, we still have to pay attention to what do we translate, what do publishers suggest should be translated because it's more publishable or because it speaks to the moment? And is that really what we want to hear and read? And don't we as translators have to dig further and make other choices? That's why I like the, you know, the festival's name, Translator's Choice. Here in Germany, we can, you know, have much more Eastern European, for example, or Southern European poetry translations, or we need many more translations by poets of color from everywhere in the world. And I think there's a lot of things to do. But even if they're translated, sometimes they also are not recognized enough. So there's not only that, there needs to be, there's a struggle also to change, you know, still critics, I mean, not critics themselves, sorry, but the apparatus of how these books become visible afterwards. And that's always a struggle. So yes, I agree with Carlos in a way that we always have to pay attention to the what and make strong choices. I think it's really interesting what you're saying, and I was thinking how we as translators, can we work harder in order to form a community that is able to fight against, you know, this apparatus that you were mentioning, mm-hmm. that is maybe the ultimate responsible for for the translator choice not being the translator choice, but some other people's choices, mm-hmm. or some other trends or fashions that got imposed, mm-hmm. sometimes for commercial purposes, or I don't know. But instead of, looking for or trying to present or to show what's really going on, culturally speaking, with certain communities, trying to really look harder, you know, for
different speeches or different discourses that are we can see like they on a daily basis, probably, you know, in the street or in our neighborhoods, but we don't give them like the proper channels to communicate or to present their voices. I don't know, that's kind of like in response to what you were saying. I also want to say something else, which is, I think it's wrong to create a dichotomy of the how and the what. You know, I don't, you're just sort of saying it to get us to speak, but I just want to say, I presented more the how, he presented more the what, but it's really a fake dichotomy because the how is also political. Mm-hmm. Once I translate, then how do I translate it? Because I can translate it in a way that it sounds like every other mishmash, and then nothing happens. I mean, that's Guattari Spivak's point in the politics of translation. Even if we translate third world women of color and get these voices heard, if we translate them into a translatese without paying attention to the gaps and in the silences, then it's also just, again, stealing someone's voice. So the how is very important, and it goes together with the what. I totally agree with you. Yeah. I couldn't agree more, and it's really interesting because it's put us in a very difficult place, right? Because now we have two questions to solve, and it really does matter the way we face, the way we confront the path or the resources we use to do what we do, which is basically being, you know, a conductor, a channel, and to try to fight that gap between languages, between different cultures, and it is a huge responsibility, which of course many of us, I think, they try to do that with tremendous enthusiasm, but sometimes, you know, we got trapped in tiny little things, and we made mistakes, you know, and but I think that it's possible to make mistakes, and translations, as you said, is not an absolute thing. It's not final, you know. We can translate again, or we can discuss or challenge certain translations, and it's a conversation. Mm-hmm. So it would keep going on and on, and I think that in a way will enrich the practice and of course the readership. Yes, and the readership, and especially when we talk about poetry, because these smaller units of text, you can more easily retranslate or discuss, and they enter more easily a dialogue, and as we saw in the public sphere, than a novel. you can't paste a novel. You can paste quotes from a novel, but to paste poetry, I mean, I think that's just really wonderful what you showed us about the Frank Ocean Collective, which shows that you know, not only is poetry this sort of a movement of solidarity and is really needed in certain historical moments because it connects the struggles from different times and other people to your own and shows you that you're not alone and that there's other voices. But also it gives people hope to read a poem, and not just a slogan, but a poem from another language that helps them speak to their moment. That was really interesting because, I mean, the people from the collective, I think, at a very difficult time, which was this social outburst that was happening in Chile, all the writers were thinking or discussing, like, what should we do? Should we, is it time now to write, or should we do something more, you know, concrete, like go to the streets, join the demonstrations? But there still was this impulse to create something. But it was I think many of the writers were in a state of blockage. You know, in difficult times, it's so hard, you know, to find the right words or to channel all the feelings that are you know, in a way invading not only you but your neighbor, your communities,
And it made sense, I think, to look the writing that it was already done, and in a way, not only to translate it, but to reinterpret it, yeah. And to give it a different life, mm-hmm. you know, mm-hmm. and a different purpose. And I think, yeah, that's translation as well, mm-hmm. you know. Mm-hmm. What Benjamin calls the afterlife, right? The ever-blowing right, yeah. afterlife. And talking about the Frank Ocean Collective, is it still working or not? I think, as I've seen, you are part of the. Yes, collective. I'm one of the members. Yes. I'm one of the older members, though, so I think I more belong to the Billy Ocean fraction of the Frank Ocean Collective. But it's mostly young people. They're very enthusiastic about poetry, and they're just starting to translate. So this started as a way of a workshop, mm-hmm. as an exercise, a collective exercise, where they were just getting together, reviewing and reading their own translations and correcting and giving advice to themselves. And when the estallido social happened, it was the natural way to react to it. So and later on the lockdown came. So mm-hmm. we were working basically through Zoom meetings, extensive sessions, you know, and it was really interesting because all the translations were collective, were done collectively. Mm. Some member of the group would propose according to a particular subject, an author or a particular poem, and he or she would present the translation, a proposed translation, and we will start working on that collectively, and the translation finally would be published as anonymous, right? I mean, as part of the work of the collective. And that's cool. Yeah, we started this Instagram thing because we thought it was kind of like a more attractive thing to do. Well, we started with the posters, really, but after lockdown, we just couldn't go out to glue those things on the walls, you know. And talking about the translation itself, hearing Uliana's speech, what resonated with your work? Wow, that was incredible. Yeah, I mean, so many things, but I was thinking a lot about that space, you know, that place I guess in my mind it acquires like a liquid form, you mm-hmm. know, very flexible, mm-hmm. where the translation is and where the translation happens and where the translator supposedly is doing the craft, but also where not only the words change and mutate from one form to the other, but also, you know, it's like I said, it's a very physical thing where the organs, you know, act or interact in different ways, mm-hmm. and yeah, I think it's very mm-hmm. intuitive, and yeah, you know, and it has a lot to do with senses, mm-hmm. I think that's really interesting how you get involved, yeah, completely. Not only intellectually, but you know, as a whole being, with all your body, with all your capacity of feeling, in different ways, you know, with all these perceptive organs, and right. you put it like in the disposition mm-hmm, of the translator, well, of the work of the translation. Yeah. Thank you. Yeah, yeah. It's gymnastics, right? I mean, already right. Schleiermacher in his translation speech, which was so fundamental for our translation theory, he compared the translator's choice of language to a form of gymnastics. And he said, well, you can either do Deutsches, what did he say, Turnen,
Vaterländische Bewegung, like fatherland movements, or you can do something artistic and strange and acrobatic and brought in by, you know, foreigners. And you can decide in your translation language which route you want to go. And he basically said we should go this way because with these other movements, our language learns more and becomes this kind of, he called it blendling, this kind of hybrid being. And I think that's really, yeah, it's always, I mean, gymnastics and translation are very, very closely related, I think. It's very physical. But this reminds me of the bounce, the bounce castle that you have in your theory, no? Yeah, yeah. I once compared translation of a poem. I don't think it works for a fiction, maybe not always. Of entering basically into a bounce house, you know, with the because you, I don't, it's a long essay, I don't know if I can bring it down, but because you learn different ways of falling when you trust the other language and trust that movement and you flow up in the air and you're not going to be elegant, you know, you're not going to be in your normal style, you're just going to do, whoa, and find new ways for your body language and your language to fall. So there's a different ways of falling that are really jumping that need to be learned. Mm. That reminds me a little bit of Jen Hoffer, that I love her. Yeah, and you know, the Antenna Collective, they release a set of different chapbooks with different ideas about translations, and well, basically they were proposing that we should start like embracing, you know, the how do you say, the crack or the folding, the fissure. You know, which is something that usually or like traditionally it says to be, you know, that it shouldn't exist, you know, like the translator is like a goalkeeper, you know, if you don't, if you're not noticeable, you're doing a great job, basically. Yeah. So you should be, you shouldn't exist. Yeah. You should be transparent. Mm-hmm. And I think today is quite the opposite, you know, you should be able to speak your mind, to evidence, you know, what, things you believe or you think could be a turning point in the work of the translation, and to be able to show, you know, your presence there, because I mean, translation is also like a creative task in your part. I mean, and I guess that's where the authorship gets in, you know. And can you see it also in your work for you? Does it work for you to bounce, to sense, to, or is it different? Yeah, why not? I mean, there's a lot of losing oneself, you know, in the task, in the translation. And I think at some point, of course, you're facing many questions, many challenges, and different dilemmas, you know. But I guess if you're clear about what you saw in that particular text that motivated you enough in order to pursue a translation, to pursue the transformation of the text, to make it appear into a place where it didn't exist before, at some point I think you should just let yourself go and go with it. I mean, trust your instinct and trust that feeling. And basically, you know, it's a feeling of love. You know, you translate something because you are deeply in love with that particular poem or that particular text that you want make others to feel the same way. You want to share that thing, so it's a generous thing. It could be very selfish sometimes, but I think at the end it's very generous endeavor. You agree? I agree. Okay, I want to come back to the political situation in Chile because it's really special. No, we had the estallido social
And there's a new constitution written just it's right being now. Written right now. It's being written right now. And it's a great merit of the of the social uprising in 2019. Mm-hmm. There are 155 members writing it, and in between among them there are also poets. And what do you think? It's leaded also by Elisa Loncon. It's a Mapuche woman and linguist. So yeah. She leads the whole She's the thing. President of the, yeah. The president. And yeah, I want to know if you're looking forward to Absolutely. I mean, yeah we had a constitution that it was written during a dictatorship behind closed doors by probably a committee of five people who were appointed by the dictators. And now we have an assembly of like 100 and something people from different sectors, and a Mapuche woman is leading them. So it's fascinating. So we're full of hope, and we're very worried because after the comedy and the task, and they finally get to a manuscript, we need to vote again. And well, I'm sure I mean, it will be approved by majority, but I don't know. There are dark forces, traditional forces that they are afraid of change, and they are afraid of losing their privileges. And I don't know. That's a concerning point. But I think we should maintain hope, because I mean, it's just good things coming. You know, it's. After so many somber years, finally we have something. We have the chance to have a fundamental letter that is actually democratic. Mm. I think all the constitutions have been written in the same way, like with a kind of like a dark figure behind a dictator, and this is probably the first time that we have the opportunity to write it. In a true democratic exercise, so why not? I mean, we will be losing like a wonderful opportunity to be a better country. And so, you think the literary landscape will? It's really. I mean, it's been really interesting how it's been like poetry has been part of this revolution somehow. I mean, there's a lot of the slogan thing, and that reminds me a lot of a poet who lived and died here, Shambani. That it's, probably all the poets want that, want to have a slogan because they're so powerful and meaningful, and they have, this strength to motivate a large amount of people. But a poem is not a slogan. A slogan is not a poem. Sometimes they got mixed or intertwined, but I mean, poetry in this particular case is somehow can sneak in and have the capacity to illuminate or to be like a kind of like a beacon and not show the way, but just to to help to expand this feeling, of hope and desire for to be in a better place. Okay, so we are almost finishing, but and we will see. The good news is that we will see you again for the Lit Cologne together. No, Poetica Festival. Sorry. It's also in Cologne, but don't worry. Sorry, my fault. Okay, in Cologne, in Köln, for the Poetica. Mm-hmm. And you brought us, you are translators, but you are also poets. And if we have the 2, 3, 4, 5 more minutes, we would love to hear a poem from you and from you. If you're ready. Okay, I'll just say a few words. It's a poem from the manuscript.
And it's based on an alba, which is kind of funny because I just used the word in my poem. But so a medieval form of poem where two lovers who spend the night together watching the break of dawn and have to part because they are not supposed to be together. And this is already based on an alba, which was bilingual. And I tried to imagine this form from mother's perspective with having small children. And because night looks very different when you have small children. Okay, and so, Tagelied mit Alokorn. O Tag, o Tag, o Tag, o Tag, o Tag, o Tag, o Tag. Mach auf die Morgenröhre, Morgentüre. Guck mal klar, wie sich die Sache hier auf Mutters Krume Ume Marvo verhält. Ich ging nämlich zu Bett mit meinem eigenen Körper, Atrasol, und kam, nenn es ruhig Paranacht, mit vielen Kleinen wieder raus. Wimmelnd gar. Bodies, 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 bodies. Und meine Haut war jetzt ein Schlafanzug mit Alukorn und meine Hand ein Mover Ponykamm. Hier nix Apollo, nenn uns ruhig Antipologramm. Und Phoebes zuckeriger Atem strähendem Haar. Wessen Haar? Wer will das unterscheiden? Klebriges Haar darf alle Welt bekleiden. Und unsere Stirn ist eine Katze, die weckt. Das war jetzt irgendwie angeeckt. Ach, Gatto, 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 Mira. Ich sag es nochmal klar. Mach endlich auf die Morgentüre, in des ich durch den Salto meiner Brut verwandelt war. Part Alba, Part Alp. Und sollten deine Wächtertöne nichts davon gehört in diese Pracht, dann sage ihnen, unser Liebeswerk ist Maternacht. Tenebra, tenebra. Danke. Danke. Vielen Dank. Voy a aprovechar de leer un poema que está incluida en esta preciosa antología. Este poema no tiene título y tampoco tiene como un hogar, ¿no? Generalmente lo uso para introducir poemas del libro 11, que es un libro como más conceptual y que trata de la dictadura. Es un proyecto como bien ambicioso, donde se trata de reconstruir como todo ese periodo a través de fragmentos de materiales, ¿no? De documentos, formularios, entrevistas, testimonios, de una manera un tanto parcial para ir provocando una especie de ejercicio de memoria. Y es muy difícil hacer una selección de ese libro como para leerlo en lecturas públicas. De hecho, creo que desde que publiqué el libro nunca más leí de él. Sin embargo, escribí esta especie de poema para introducir como la lectura de esos textos. Hay dos sonidos de los cuales debes saber. El sonido propiamente tal y la ausencia de él. Un simple asunto de forma y contenido. El grito y el silencio que viene después. Y el silencio y el grito que lo precede. ¿Le da forma al grito el silencio que lo rodea? ¿O está el silencio enfatizado por el grito que ocurre entre dos silencios? Qué lindo, muchas gracias. Vielen Dank euch fürs Kommen, trotz dieser schwierigen Zeit, und ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ihr kommt wieder. Danke an Latinale, Iberoamerikanisches Institut, Instituto Cervantes, und wir sehen uns. Ciao.